Arnold zusammen. Heute machen wir ein Thema und zwar über Kreisumfang berechnen und noch genau interessant, wie man berechnet einen Kreisumfang mit 3,14 und Pi und nachher den Prozentsatz bestimmen. Also, wenn ich den Prozentsatz ausrechne, erstmal ich muss den Kreisumfang berechnen mit den 3,14 und nachher mit Pi. Und wenn ich die beiden habe, jetzt kann ich Prozentsatz ausrechnen, aber momentan habe ich die beiden nicht und ich muss ausrechnen. Ich habe letzte Mal ein Video gemacht, wie man Kreisumfang und Fläche ausrechnen kann. Ihr findet in meinem Kanal. Also, ich schreibe einfach so mit den Taschenrechnern. Also, erstmal, ich mache mit 3,14. 3,14 mal 2 cm. Das ist dann 6,28. Also, 6,28 Zentimeter. Jetzt ich mache mit der ganzen Pi mal 2 cm, da kommt 2 Pi raus und das wären 6,28318530 7. 6,28 3,1 8530. Sieben. Da kann man mit dieser Zahl abrunden und das wäre genau das gleiche 6,28 cm. Aber ich will nur das Zahl haben. So, und jetzt ich will noch den Prozentsatz ausrechnen. Wie berechne man die Formel von Prozentsatz lautet Prozentwert durch Grundwert mal 100. Ich habe letzte Mal ein Video gemacht, wie man den Prozentrechnung ausrechnet, wie man Grundwert berechnet, Prozentwert und Prozentsatz. Also, ich fange an. Ich mache mit den Formeln dazu. Ich mache einfach so einen Bruch und Prozentwert. Was ist der Prozentwert? Die 6,28. Ja, was wäre die Grundwert? Das wäre die Grundwert. Die mit der ganzen Zahl, die ich gerechnet mit dem Pi. Also 6,28 31 85 307. Und jetzt nochmal 100. 99,94930426. Also 99,94030426. Und wenn ich das so abrunde, deswegen während diese Zahl 99, also 99,9%. Und wenn ich noch ausrechnen, also 100%, also 100% minus 99, 0,9, das wären 0,1 raus. Mit 0,1 ist genau das. Es wäre ganz knapp, dass wir dieses Ergebnis bekommen, aber wenn ich mit dieser Pi ausrechne, das bekommt man auch das gleiche raus. Aber da bekommt man mit der periodischen Zahl, also unendliche Zahl. Und man muss man achten, die periodische Zahl. Und ich habe abgerundet auf dieser Stelle 3 und ich habe
6,28 raus. O dă mi te 3,4 mal 2 und das wäre 6,282 Stelle. Und dir das gleich aus, aber da muss man drauf achten, die periodische Zahl und dass man das gleiche Zahl rauskriegt. Und das 3 nennt man ab und es kommt das gleiche raus. Mit 0,1%, das wäre ganz extrem knapp, dass das gleiche Lösung kommt. So, das war schon, das hat nicht so lange gedauert. Ich würde bei euch zeigen, wie man berechnet mit der 3,14 und ganze Pi. Das ist eine unterschiedliche, wie man nur mit 3,14 oder mit periodischer Zahl 3,14159 und so weiter. Und wenn man die beide raus hat, dann muss man noch den Prozentsatz ausrechnen und dann hat er die raus und das kommt raus. Und dann noch die 100% minus 99% ausrechnen, 0,9. Und da hat er raus 0,1. So, das war's schon. Danke für eure Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.